Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Okay. Wir haben auch irgendwo check den E-Mails. Ja, das kommt dann erstmal nochmal zurück. Ich war aus dem Apartment raus. Erstmal wieder rein. Die Nachrichten. Als ob es noch E-Mails gibt. 2077. Auf der Autofixer Netpage findest du alle Fahrzeuge, die derzeit zu Verkauf stehen. Du kannst die Netpage am Computer in deinem Apartment oder anderen Computern in Night City, die mit einem Auto- und Dollar-Symbol markiert sind, aufrufen. Auf den Bildern der Fahrzeuge wird ein Symbol angezeigt, das eine eingebaute Waffe hat. Drei Kugeln für ein Maschinengewehr, eine kleine und eine große Rakete für einen Raketenwerfer. Wenn deine Street Cred steigt, werden auch mehr Fahrzeuge für Autofixer verfügbar. Aha. Was geht, mein lieber Chun und Hunde? Lass mich raten, du fährst immer noch dieselbe alte Kiste und kannst sie nicht mehr sehen, oder? Der sogar Captain hat die Lösung für dich. Für einen Blick auf meine neue Netpage, Autofixer, deinen Name oder. Und finde noch heute den Wagen der Träume. Einfach anklicken und bezahlen, bam. Erledigt die Straße von Night City gehören dir. Du hast Wünsche, Captain. Erfüllt sie dir ganz einfach. Worauf warst du noch auf zum Autofixer? Kaufen, 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 kaufen. Aha. Ja, die anderen Mails, die würde ich jetzt erstmal nicht öffnen. Das sieht erstmal sehr verdächtig aus. Tun wir sie gleich löschen. So, ja, die Website, wie kommt man da hin? Über Netz können wir da vielleicht. Autofixer. Aha. Jetzt können wir Autos, die wir nicht haben, freischalten. Und die können wir uns kaufen, die beiden hier. Was haben wir noch abends noch kein Geld? Können wir uns irgendwo eine Schrotthaube kaufen? Nee. Wenn uns alles noch hingeht. Bürgermeister von jetzt nicht da, was da News. Trauma Team International. Ah ja. Und du war das Quest, wo waren das? Das war das Scammer. Das ist der Charakter. Schone. Ein verfügbarer Vorteilspunkt, ein Attributspunkt. Aber wir können schon leveln. Interessant. Glanz, Coolness, technische Fähigkeit, Reflexe. Punkt auf Reflexe legen. Ach du Scheiße. Statt nur war neue Möglichkeiten frei aus Fahrzeugen auszusteigen. Je schneller du dich bewegst, desto schwerer ist es zu gehen, dich zu schießen. Den Vortestpunkt habe ich ausgegeben.
die Reflexe um 1 erhöhen. Das war die, ja, das war eine Cyberware. Sachen gibt's. Questverfolgung. Der Ripper Doc trifft dich mit Jackie. Der Auftrag wartet, bis der Bezirk nicht mehr abgeregelt ist. Schaff den Pink Quick-Tag von dem Netrunner. Wenn du mal wieder Bock auf Chrom hast, so wirst du keinen besseren Ripper Zwicktor finden. Ja, vielleicht doch, aber die anderen kannst du dir nicht leisten, Chica. Nicht, dass du dir Vic leisten kannst, aber er hat was für dich übrig. Meint, du hättest ein gutes Herz, so wie er. Bei ihr, wir bei Vic vorbeischauen, sollten wir entscheiden, was wir als nächstes tun. Okay, das ist eine Warten-Quest, die wir erstmal. Ich denke, das ist das nächste Gelegene. Dann machen wir das erstmal. Achso, hier geht's raus. Was ist los? Bin ich dir peinlich? Nein, das ist es nicht. LCPD, aufmachen! Gestern gesehen? Hey, yo, wie? Ja. Wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du? Na, nee. Wie gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir gerade ziemlich die Fresse poliert. Jetzt nicht. Eine Mission, die Waffen. Ja. Jetzt haben wir hier gerade Zeitquest ein. Später vielleicht. Noch viele Stunden hier verbringen. Erst muss mit der Welt klarkommen. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Ich glaube, das mit Jackie ist erstmal der Reporter, ist erstmal die Hauptquest. Wenn man gut erstmal zum Reinkommen, erstmal ein bisschen Zeitquest zu machen. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biberwirtungen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des Illustren Festivals ist die Arasaka Corporation und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat nicht, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein fröhliches Mal. Ich schätze mal nicht, jetzt lang. Dann gibt's nix. Und vom Snack-Automaten, wo wir noch was für unterwegs mitnehmen können. Sieht gut aus. NCPD-Scanner. Unterliegt das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Die Frau der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Was hab ich denn? Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Nudeln? Yep. Synth Roast Beef? Yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl.
Vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deshawn. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit den Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück. Konnte untertauchen, bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukenschlag zurückgekommen. Jack, der Typ steckt bis zum Ellbogen im Blut und du willst ihm die Hand schütteln und für ihn arbeiten? So ist das eben wie. Jeder hier hat Blut an den Händen. Abhaken und weitermachen. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Pass auf, V. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen. Aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scarfs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Ich kann mir scheinbar auch kein anderes leisten. Mit Focus, wenn derzeit aktives Fahrzeug am Standort prüfen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Ich schätze mal, das ist das. Erster Halt. Ripper Doc? Hey, Chica, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Ich hoffe, ich brauche keine Unfälle. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Kamera wechseln. Ich dachte eher eine Frontalkamera oder so. Und das dürfte auch gehen. Wenn ich aus dem Auto heraus ist. Ich fahre mal momentan noch relativ vorsichtig. Ich bin mit der Stellung nicht ganz super. Ich sollte mal
das Design noch nicht alles kaputt machen. Da wären wir. Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltplatte. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Das riecht nach einer Sidequest. Du hast dir nichts zu suchen. Oder auch nicht. Nicht nur euch. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Du siehst fröhlich aus. Wo muss ich hin? Hier runter. Malone vernachlässigt seine Deckung. Ah, er wird müde. Ricky, fit wie ein Turnsch. Obwohl weit verbreitet ist, die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher invasiver Angriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripperdocs. In Night City arbeiten diese Ripperdocs, die jeweils eine unterschiedliche Palette von Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschten kybernetisches Update aus der Liste und dann viel Spaß mit den neuen Fähigkeiten. Du alter Ripper, schön dich zu sehen. Auch schön dich zu sehen, Lee. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Ein von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dex DeShawn? Nicht viel. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu Flenwick. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ich hab den ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hopp. Ich wollte nicht. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Hm, klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Ich sah mir Schulden an. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Schulden. Mal sehen, was da drin los ist. Ja. Willkommen in Animal Crossing. Ja, schon. Wo ich dann alles abzahlen muss. Cyberware für das Gesicht verbessert deine Sicht und ermöglicht dir das Hervorheben von Informationen in deiner Umgebung. Hände. Cyberware für die Hände verbessert deine Fernkampffähigkeiten. Ballistische Kopfprozessor. Sicher, dass du diese Implantate kaufen und installieren möchtest. Plus 2. Eine Cyberware-Kapazität bestimmt, wie viel Cyberware dein Körper bewältigen kann. Die steigen, wenn du im Level aufsteigst. Bestimmte Vorteile freischaltest, Cyberware-Kapazitätssplitter benutzt. Ich meine, 2 ist ja noch nicht.
die neue Sicht. Wir können 27 aktuell. Ich bitte dich. Lass das nochmal jetzt nicht noch mehr noch dazu. Drei soll für den Anfang gleich reichen. Okay, und wie? Ich würde es dann so mal lassen. Jetzt nicht möglich. Man muss jetzt noch irgendwas machen, wie plus 5. Und dann meine 8. Mark 1, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Viktor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlafe ich ruhig. Genau so, danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Die können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Davor hätte ich Angst. Okay. Testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Was ist mir das? Cyberware und so daneben. Anfangs könnte dir unwohl sein. Gibt's verschwommene Sicht, wenig Kontrast. Glitches. Der ist ein Cybership, der wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert. Das ist ja schon von Elon Musk, glaube ich, war das. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Die von Gehirnchips gibt's ja schon. Ja, lass mal lieber. Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleine. Wart's nur ab. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark dein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, gegen deine Gegner einsetzen kannst. Zeit für den Scanner.
Victor Vector. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Nutzen. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Kopfgeldjäger. Das sollte wunderbar klappen. Das macht Spaß. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Aha. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Ah, ja. Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ah. Ich hab so viel Geld, glaube ich, nicht. Okay, das gucken. Mal gucken. 54, das ist sehr nicht so viel Geld. Ich verdiene jetzt was bei dem Job. So. Die Cyberware. Oh, die ist schon 22. Muss ich aufpassen. Nicht noch mehr reinpumpen. Ich sammle Nebenquests an, die ich nie nutzen werde, die ich nie machen werde. Ich spritze nur, sprich mit Jackie. Ich muss Quests machen, um Geld zu kriegen. Hoher Einsatz, hohe Belohnung, wie Dexter die schon sanftlegt. Die erste Regel der Afterlife. Es ist soweit, wie es ist eine Zeit da rein zu gehen, der Gefahr ins Gesicht zu lachen und berühmt zu werden. Aber lass uns erst herausfinden, was Dexter die Chance zu sagen hat. Ich kenne nicht viele Rücker, die jemanden einfach mal auf Kredit installieren. Ich setze nicht bloß einen Victor. Okay, ja, ich hoffe, ich krieg die durch den Job und noch mehr, Autos zu kaufen. Das wären wir hier. Wäre noch sehr reich. Oder wir lassen uns fangen und kommen sofort in den Knast und dann mal. Scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay.
Dann mache ich mal Werbung für uns. Ja. Dex. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Gegner auszuschalten, um sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick Hacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampfgadgets, Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Wenn eine Waffe, ein Kampfgadget oder ein Quick Hack nicht tödlich Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Ja. Ich darf dann mal. Das wäre so ein Junges wie ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? So ein Mittelding wäre ganz gut. Seht es, wie die Leute dich in Erinnerung behalten? Night City überlebt man als Nobody nicht lange? Ist das eine Art Prüfung? Gute Frage. Ist das eine Art Prüfung? Nur ein Lieblingsthema von mir. Du meinst... Miss V? Rätsel? Nein, Miss V. Ontologie. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt hab ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tibor könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Kein Problem. Dafür ein Todesurteil. NC gehört Arasaka. Keiner legt sich hier mit denen an. Miss V, hoher Einsatz, hohe Belohnung. Regel Nummer 1 im Afterlife. Außerdem bin ich nicht dumm. Wir hinterlassen keine Spuren, weil wir das sauber und leise über die Bühne bringen. So wie der letzte Auftrag. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Habt euch sie kann lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles.
Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Ich hoffe, es klappt nicht. Wir haben echt einen Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Miss V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Das Spiel läuft wahrscheinlich auf 2 Tage raus. Ruhmreich draufgehen. Mal schauen. Bestimmte Handlungen bringen die Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. Es werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Ja. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Rix? In seiner Himmelrumfahren und über Solo Tuschen anbagern. Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Ich weiß ja am besten. Willst du was dabei denken? Und ist Dex also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Minitech-Agentin. Jetzt gibt's wieder ein bisschen Action. Thank you.
Scheißdreck. Wer geht denn bitte nicht bei Rot rüber? Wenn die Straße frei ist. Ob ich auf Grün warte. Ich sollte mir vielleicht mal ein Auto holen. Mit 300 Meter. Das hier GTA-mäßig. Dass ich einfach irgendwo einstellen kann, oder? Wie läuft das? Geschissen. Ah! Lähme den mal aus. Stell ihn woanders ab. Autofahren müssen noch ein bisschen üben. Ich bin noch Fahranfängerin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen den Bot ab, ich hab kein Geld. Das wird nicht ganz so einfach. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich glaube, ich habe ihren Stau erzeugt. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Mal. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Erdan, wie? Mach schon. Ziehen wir's durch. Ja. Tun. Erdan, wie? Mach schon. Ziehen wir's durch. Anlage. Hier. Kenn euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Na ja. Gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen.
Ich bin Sprecher. Ah, sehr schön. Oh ja. Birken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Alles Militech. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verchromt. Das kann ja heiter werden. Muchas Minas, Chico. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Würde also Spaß wieder rauszukommen. Scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Mhm. Wen wollen die einschüchtern? Mich? Cool bleiben, wie? Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope. Du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa. Setzen. Dass ich das nicht tue. Ach ja, komm. Nutzer abholen hier. Geht doch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Sofa hast. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was ziehst du? Skief. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Nein, danke. Danke, brauche ich nicht. Nur zum Abholen. Keine Macht in Drogen, was, Prinzesschen? Nehme ich noch eine Prinzessin und ich nehme den Kopf noch mit. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du?
Da hinten ist keine vorgeschriebene Steuerungseinheit. Hey! Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Minitech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich das heißt, fragst, aber sie können den Scheiß verkaufen. Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Scheiße. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ich hab kein Geld. Komm schon, du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead, dann rück die Eddies raus. Ich hab kein Geld. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Das ist er nicht tot. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Ich will die nicht angreifen. Ihr Wichser seid tot! Scheiße, Mann. Du bist tot. Ich muss die angreifen. Ich hätte ihn noch überwältigen können, aber dazu habe ich zu wenig Stärke. Er rächt sich hier. Ich sage, ich werde es bereuen, dass ich nicht genügend auf Stärke gelevelt habe. Ich glaube, das war aber der erste. Das war erst der erste. Der erste Tod. Kriegt unter 1. Was Beachtliches. Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Die Raven. Was hatten wir? Wird reichen müssen. Dann her mit dem. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier. Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Rabatt? Weißt du? Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter? Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Also ist er nicht tot. Bereit zum Kämpfen. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schön Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Warte nicht! Na toll, wie sollen wir hier wieder rauskommen? Fuerte, cabrón! Ich hab immer noch keine ordentliche Pistole. Los mit Lustig! Hör da, wir sind abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Und eine andere Waffe irgendwo. Wir müssen einen Weg hier rauf. Ich hab doch irgendwo so eine große Wumme aufgehoben. Dann mag ich die eigentlich nicht mit. Ausfinden. Ich
zum ersten Mal schön. Hab alles. Bot und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Upgrade von ikonischen Waffen. Du hast soeben eine ikonische Waffe erhalten. Ikonische Waffen haben einzigartige Fähigkeiten, können dafür aber nicht mit Waffennutz verbessert werden. Mit den erforderlichen Komponenten kannst du ikonische Waffen einer höheren Kategorie upgraden, was ihre Kampfkraft deutlich erhöht. Dies kannst du im Top-Tab-Upgrades im Menü Herstellung tun. Du kannst ikonische Waffen überall in Night City finden. Manchmal erhältst du welche von einem Freund oder beutest die von Gegnern. Gelegentlich findest du sie auch einfach auf dem Boden. Dann kannst du sie bei Verkäufern kaufen. Manche kannst du auch selber herstellen. Jetzt lassen sie verschwinden. Okay, lass mich mal kurz ausrüsten. Sehr schön. Ich sehne mich nach Frischluft. Lass mal abbauen. Ich hoffe, ich komme halbwegs ungesehen hier raus. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg. Okay, was gibt's hier? Eine Nacht können wir hier lesen. Ja, wo geht's jetzt lang? Hier hoch hier wahrscheinlich. Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los! Wir hatten noch mal einen Knien. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Dafür latschen nicht direkt rein. Hey, Kameras! Kameras. Ich werde das nicht bereuen. Schnell verstecken! Ja, du. Staatsfeinde. Wir werden gehackt! Das wird hier im Blick. Vorsichtig! Ich werde schon bald drauf gehen. Was Delphi machen. Wir können dich sehen. Dann wird zurückverfolgt. Ladies and Gentlemen! Jackie Welch! Denkst du, Kleine? Das war nicht ganz so klug. Nach draußen wandern ist vielleicht die beste Idee. Waffenglitch. Hey du! Hey, da drüben! Hilf mir mal! Das ist keine so gute Idee.
keine Ahnung, mit wem du dich... Das wird wohl noch nicht so scheiße sein. Oh, verdammt! Eben ein bisschen durchgeschossen. Na los, Motherfucker, tanzen wir! Ablenkungsmanöver klingt gut. Sollte man hier rauskommen. Komm schon, zeig deine hübsche Visage. Oh, Glück befreien, ich glaube, den hatten wir ja schon. Na, warte, den kann ich. Die Kamera kann ich aber ausschalten. Gemacht. Keine Ahnung, mit dem du dich anlädst! Genommen. Nicht gut. Ich habe es auch nicht gewohnt. Fast am Ausgang. Warte, haben wir irgendwelche Kameras?
Im Herzen klingt doch gut. Na toll. Ich will jetzt mal Waffe ziehen. Schnell verstecken! Hier drüben! Lass ihnen keine Chance! Hey! Du entkommst uns nicht! Mitnehmen und gehen lassen? Scheinbar nicht. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Was ist denn? Bin schon draußen. Kommt der Typ auch mal nach? Na, lass dir Zeit. Das Spaziergängchen. Kein Betteln, keine Schulden, keine Konzernschrauben. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Da ist was dran. Nee, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. Haben wir ja gerade so überlegt. Ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und des brüderlichen Hasses. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie... Ach, hier ist immer noch Stau hinter mir. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Ey! Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Die haben da einen Tag gewartet.